durchhalten, dass das nicht wackelt, Bezi. Jetzt? Pass auf. Verkehrtes Kien eingetragen. Okay. Das ist heute. 4.6. Ja. Blaue Hand. Mit den heutigen Energien schaffe ich meine Heilungsplattform. Das Wunder von zwei Erscheinungen, zwei Spiegelungen macht die Form. Ja. Und das führt dich an neue UB erweckt Existenz. Meine Vervollkommnung zu erreichen. Immer dran denken, das Symbol. Die Plattform des Wissens schafft eine Voraussetzung zum Heilwerden. Jetzt reiche ich dir meine göttliche Hand als Brösel Udo. Ich polarisiere, um zu wissen, Heilung stabilisierend. Ich präge den Speicher der Vollendung. Mit dem lunaren Ton der Herausforderung. Ich bin geführt durch die Kraft der Selbsterneuerung. Mhm. Ist wieder die Blattform, ist ganz interessant. Blatt hat ja was mit der Nulllinie zu tun. Ja. Das ist immer das Wunder von Plus-Minus-Spiegelung. Mhm. Das macht die Form aus. Das ist, Plattform ist eigentlich nur ein anderes Wort für eine Gedankenwelle. Okay. Für den Weltenüberbrücker. Im Katholischen nennen wir das Pontifex. Genau. Brückenbauer. Den Brückenbauer von diesseits ins Jenseits. Genauer wieder von innen nach außen, von außen nach innen. Das ist nur Spiegelung. Aber wir wollen ja nicht nach innen, in das ausgedachte Innen, sondern wir wollen in das absolute Innen. Genau. Nullpunkt hinein. Okay? Jo. Ist die energetische Bühne, auf der dieses Programmspiel läuft. Welten, ausgedachte Welten, immer dran denken, ihr Idee, dass B-Randopfer, der polare Rand, wollen überbrückt werden. Mhm. Zum ZW-Ecke. Die Geburt einer doppelt aufgespannten Ecke. Das der Heilung und zum Ziele der Vervollkommnung. Jetzt müssten wir jedes Wort wieder genauer anschauen. Steht für das konkrete Tun für Homo Faber oder für den Homo Sapiens? Aber dieser Homo Sapiens, der vernunftbegabte Mensch, ist der Adam und nicht irgendein Enosch, nicht irgendein Affe. Genau. Das heißt nicht vernunftbegabter Affe, sondern vernunftbegabter Mensch. Jetzt muss ich zuerst mal wissen, was ein Mensch ist. Solange ich glaube, ein Mensch ist ein Trockennasenaffe, habe ich das nicht verstanden. Jo. Okay. Für jene, die mit den Weltenüberbrückerwelle verbunden sind, bedeutet die lunare blaue Hand, das ist jetzt eine ausgedachte Hand, die dir gereicht wird. Ja. Denk an die schöne Deckengemälde hier. Mhm. Die Plattform kann nicht verlassen werden, wenn die evolutive Entwicklung voranschreiten will. Du kannst prinzipiell die Plattform, die Nulllinie, nicht verlassen. Weil du immer hier und jetzt bist. Du bist immer in diesem Nullmittelpunkt. Selbst wenn du um dich herum was aufspannst. Ich mache jetzt das bloß so. Was übrigens interessant ist, wenn man jetzt uns einmal die klassische Raumvorstellung, wird ja dargestellt mit dem sogenannten Descartes'schen Achsenkreuz. Ja. Das kartesische Achsenkreuz. Ja. Und da haben wir jetzt erst einmal die sogenannte X-Achse. Jo. Die Y-Achse. Mhm. Und die Tiefe ist die Z-Achse. Ja. Und da du immer in den Spiegel reinschaust, ist alles, was geboren wird, in diesen Spiegeltunnel, wo du immer ein vor dich hinsetzt und dann ein hinter dich hinsetzt. Obwohl dieses vor dir und das hinter dir eigentlich alles Illusion ist, wenn man es genau nimmt. Wenn man das Spiegeltunnelprinzip verstanden hat. Auch das Spannungsfeld, das der lunare Donor bringt, gehört zur Bühne, seine Welten von niedriger zu höheren Entwicklungsfelder weiterzuführen. Jetzt ist natürlich immer wieder, dass ich sage, auch das höher und nieder kannst du austauschen. Ja. Erinnere dich, wenn ich den Ausgangspunkt allen Seins nach oben setze, den Gott in den Himmel setze, fällt mir was ein. Es kommt ja alles aus Gott. Und wenn ich das Wort Elayom, Gott, das Meer unter mich setze, in die Tiefe, in den Abyssus, dann taucht was in mir auf. Aber der absolute Ausgangspunkt von allen ist der Mittelpunkt, wo ich mir oben und unten ausdenke. Haben wir so oft gesagt, das ist Vervollkommnung. Ja. Und das kann man jetzt schon ein Wort. Kann ich schnell was sagen? Ja, selbstverständlich. Weil du gerade die Z-Achse ansprichst. Ich habe gestern Nacht noch das Selbstgespräch mit dem Holger gehört. Ne?
Ja. Oder spricht ja der Udo an, das hebräische Wort für Pfeil. Und es ist ja Tschet-Zade, ne? Richtig. Und dass man da ein Waff oder ein Jod reinsetzen kann. Und dann ist mir das, der alte Eintrag im Retro-Blog eingefallen mit Schuspe oder Chuspe, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und ich habe jetzt wie ein Wahnsinniger die Retro-Archive von 2014 bis, 2008 durchsucht und habe es nicht gefunden, jetzt habe ich es aufgegeben. Und da bin ich jetzt genau an der Z-Achse hängen geblieben und es ist ja wieder die Kollektion der Geburt, da bist du in der Z-Achse gerade wieder drin. Genau so ist es. Und das ist, wenn man jetzt sich geht, so mal wieder nicht so arg, die Sturmwelle, die blaue Sturmwelle, Stur, S-T-U-R, ist eine Unterform von SDR. SDR ist ja rot geschrieben, das Geheimnis, die Radix, 60, 400, 200. Ich strecke SDR-Ecke, eine Ecke, ich strecke eine Ecke. Und dieses SDR heißt rot geschrieben Geheimnis und Versteck, ein Versteck, ein geheimes Versteck. Und blau gelesen, in jedem Wörterbuch heißt es etwas widerlegen, also vor die Ecke hinstellen. Und wenn wir ein Waff da dahin reinmachen, heißt es ja wild ungeordnet. Ja. Wenn er nur stur ist, wenn ein Kopf, ein Geist, ein Intellekt stur ist, dann ist er noch vollkommen wild und ungeordnet und meint, seine wilde, ungeordnete, einseitige Logik ist schon perfekt. Mhm. Und jetzt ist es also so, dass diese gestaltgewordene Welle, die Sturmwelle, führe dich dann über Transformierende auf die Schöpfer-UB-Gabe. Wenn du ein Schöpfer-UB, ich sage, du bist ich, wenn du diese Gabe befiehlst, führe dich das in einen Abschnitt. Wird dieser Abschnitt erfüllt. Aber jetzt kommt die gelbe Menschwelle. Schau dir das einmal an, den Gelb. Der Geist Gottes ist Ben. Das ist das Ich. Ja. Wenn ich das rot lese, der Geist Gottes, L, ist Ben. Ich kann es aber blau lesen, dann mache ich hier das Gehirn, hat in seinem Joch hochgehoben immer eine polare Existenz. Ja. Mit 70 gelesen. Das heißt ja hochheben und Joch. Ich kann auch der Geist, wenn etwas hochhebt, entsteht eine polare Existenz. Das ist diese ausgedachte Gedankenwelle. Okay. Komplettiert sich im K-Reihe-S auf in seinen erblühenden Manifestationen. Steht doch alles perfekt da, oder? Wenn du mir folgen kannst. Ja. Und so weiter und so weiter. Das lassen wir jetzt aber gut sein. Ja, du, weil ich dich schon an der Strippe habe, auch wenn es im Udo nicht passt. Ich habe mir heute gerade ein wenig Geburtstags-Posting gemacht und da schreibe ich ein paar unpassende Worte, die aus einer ganz anderen Ecke rauskommen, weil es hat mir wieder irgendjemand einfallen lassen und ich konnte mich ja nicht dagegen wehren. Bist du noch da? Ja, ich höre dich schon, das ist eine ganz schlechte Verbindung. Ja, ich war schon. Wir schauen mal, lass mir das soweit gut sein, BC. Ja? Ich habe noch was zu tun. Ich schau mal, wenn es was ist, kannst du ja in den Chat reinstellen. Alles klar. Kommen die Donis heute wohl zu Besuch? Nein. Sind ja die Grenzen noch zu? Ach, stimmt. Okay. Ciao. Danke, ciao.